Von One Pot Wonder und Stern ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Person, die ich von jemand anderem vorstellen lasse. Charles, übernimmst du das? Natürlich, Lukas, natürlich mache ich das. Es ist mir eine Freude. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal beginnen. Mein Name ist Charles Rettinghaus. Ich bin die Synchronstimme von Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. und noch vielen, vielen anderen. Ich stelle euch den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, den fünften im Staat, einen der wichtigsten Juristen unseres Landes vor. Professor Andreas Voskuhle. Andreas Voskuhles voller Titel ist Professor Dr. Dr. Honoris Causa Multiplex Andreas Voskuhle. Aber er ist zu bescheiden, als dass man ihn so nennen müsste. Professor Voskuhle reicht völlig aus. Gute Freunde nennen ihn Andreas. Keiner nennt ihn Andi. Schulfreunde sagen ihm nach, dass sie niemanden kennen, der eine größere natürliche Autorität hätte. Im Jahr 2008 wurde Voskuhle zum Bundesverfassungsrichter und zwei Jahre später zu dessen Präsidenten gewählt. Damit war er der jüngste Verfassungsrichter der Geschichte. Voskuhle wurde als Krisenrichter bekannt, weil er so schwere Entscheidungen zu treffen hatte. In seiner Zeit als Präsident entschied das höchste Gericht unter anderem zum NPD-Verbot, Kopftuchverbot und Sterbehilfe in 2020. Als Präsident des Verfassungsgerichts ist man in der Rangliste an der fünften Stelle des Staats. Zweimal schon hätte er an die erste Stelle treten können und war Wunschkandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Beide Male lehnte er ab. Prestige oder die Nummer eins zu sein, das habe ihn nie besonders interessiert, sagte er dazu. Neben seinen Promotionen und Habilitationen ist Voskuhle der Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie. Hält einen Ehrendoktor an der Uni Lüneburg, einen Ehrendoktor an der Uni Budapest, einen Ehrendoktor an der Uni in Thessaloniki. Meine Güte. Und das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Professor Voskuhle geht es immer um das Recht, nicht um politische Trends. Ein Mann, der fest an den Rechtsstaat glaubt, die Freiheit liebt und sich nicht zu schade ist, über den Sinn des Lebens zu sprechen. Heute ist Andreas Voskuhle 58 Jahre alt und arbeitet als Professor in seinem Lehrstuhl an der Uni Freiburg. Genug Zeit für eine politische Karriere bleibt also noch, wenn er sich dafür entscheiden sollte. Eins, zwei, check. Können Sie sich erinnern, das hat eine lange Vorgeschichte, da ist viel passiert. Wann ist das Thema der Sterbehilfe in Ihrer Position als Verfassungsrichter zum ersten Mal über Ihren Schreibtisch gegangen? Man muss sich klar machen, wie so ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht läuft. Das fängt immer an mit einer, in der Regel mit einem Antrag, in diesem Fall mit einer Verfassungsbeschwerde. Und diese Verfassungsbeschwerde wird dann derjenigen Richterin oder demjenigen Richter zugeleitet, der dafür zuständig ist. Und das, was dann die zuständigen Richterinnen und Richter machen, ist, dass sie sich das genau anschauen und dann für die Beratung ein Votum erstellen. Und dieses Votum, das braucht häufig viel Zeit. Das sind fast Dissertationen, die da geschrieben werden, häufig sogar noch länger. Also ich erinnere mich, dass das Votum zur Sterbehilfe deutlich über 1000 Seiten war. Damit fängt die Beratung an. Und dann trifft man sich wieder im Senat und bespricht diesen Text Satz für Satz. Also ein sehr langer Prozess. Und vor der mündlichen Verhandlung liegt die Sache häufig schon
dann 2-3 Jahre bei dem Berichterstatter, der sich damit schon beschäftigt hat, der auch schon mal das ein oder andere Wort dazu gesagt hat, schaut euch doch mal das Buch an oder denkt mal darüber nach. Und uns war klar, diese schwierige Entscheidung kommt auf uns zu. Und aber insofern konnten wir uns langsam daran gewöhnen, dass wir diesen Fall entscheiden werden müssten. Im Vorfeld auf so eine mündliche Verhandlung, Sie sagten schon ein paar der Dinge, die Sie da machen. Was liest man da alles? Sind das nur juristische Texte? Wird man philosophisch? Wo geht man da alles rein? Man liest alles. Das Votum hat die Aufgabe, jeden Kieselstein, der am Wegrand zu dieser Entscheidung liegt, einmal hochzunehmen und irgendwo zu verarbeiten. Das heißt, wir haben viele empirische Studien. Warum wollen Leute aus dem Leben scheiden? Welche Fallgruppen gibt es hier? Viele Studien über Krankheiten und den Zusammenhang zwischen Krankheit und Suizid. Dann viele rechtsvergleichende Studien. Wie ist die Situation in anderen Ländern? Wie sind dort die praktischen Erfahrungen? Sehr viel an ethischen Texten über Freiwilligkeit, über Autonomie, über die Bedeutung des Suizids in der Geschichte. Also wir versuchen, ein Thema von allen Seiten auszuleuchten. Das ist auch das, was die Tätigkeit einem Gericht so besonders macht, dass man diese Zeit hat, das zu tun, dass man die Voraussetzungen hat, also die Unterstützung, das zu tun. Das führt dazu, dass alle sehr gut vorbereitet und schon relativ reflektiert in diese Auseinandersetzung gehen. Eine Sache, die sich für mich wie eine Art von Widerspruch angefühlt habe, die ich nicht ganz verstanden habe. Es ist in einem Ihrer Abschiedsgespräche von Ihrem Amt, sagten Sie, und das verstehe ich auch so, dass das Verfassungsgericht nur eine rechtliche Entscheidung trifft und keine moralische, keine religiöse Entscheidung. Trotzdem ist das Verfassungsgericht ja ein Bürgergericht und Sie nehmen auch in die Anhörung Leute rein, die keine juristischen Stimmen sind. Das sind Leute, das sind Betroffene, da waren Kranke dabei, die natürlich auch keine rechtliche Aussage tätigen. Und auch von den Informationsquellen, die Sie da zur Hilfe genommen haben, das sind nicht nur rechtliche Quellen. Also wo ist da die Trennung zwischen, hier nehmen wir uns moralische, philosophische, religiöse Informationen zur Verfügung, entscheiden aber nur rechtlich? Ja, das ist eine interessante Frage. Das liegt daran, dass Recht immer bezogen ist auf einen Realbereich. Inwieweit ist der Einzelne betroffen? Dazu muss man den Einzelnen hören. Was bedeutet es für einen schwer kranken Menschen, dass er zum Beispiel nicht sicher weiß, ob er freiwillig aus dem Leben scheiden kann, weil er vielleicht keine Unterstützung dafür bekommt und er ohne Unterstützung selbst nicht in der Lage ist? Inwiefern, ein Fall, der übrigens häufiger vorkommt, ist es für Personen, die schwer krank sind, einfach beruhigend und erleichternd, dass es die Möglichkeit gibt, obwohl sie von der Möglichkeit gar nicht Gebrauch machen wollen. Also eine Idee der Freiheit, die einem hilft, mit der Krankheit zu leben. Was im Zentrum der ganzen Auseinandersetzung steht, ist der Schutz der Autonomie des Einzelnen. Wir wissen mittlerweile, dass es viele Konstellationen gibt, in denen Menschen, die freiwillig aus dem Leben scheiden wollen, das eben doch nicht wirklich freiwillig wollen, sondern sie sind gedrängt worden, vielleicht von der eigenen Familie sogar, die irgendwie das Gefühl hat, es ist alles so belastend. Sie haben das Gefühl, dass sie den anderen zur Last fallen, auch ein wichtiges Phänomen. Bei älteren Frauen sehr spürbar, die ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen. Und letztendlich geht man davon aus, dass eben nur ein kleiner Teil derjenigen, die sich für einen Suizid entscheiden, auch tatsächlich völlig unbeeinflusst einen selbstbestimmten, autonomen Entschluss gefasst haben. Erstmal, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Freiheit des Einzelnen, so heißt es, seinem Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt ein Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Die mündliche Anhörung war im April 2019. Mhm. Fast ein Jahr später, im Februar 2020, kam dann die Verkündung dieses Urteils. Ich habe, wie gesagt, mit ein paar Leuten gesprochen, die auch in der Nebenklägerschaft da waren. Die waren wahnsinnig überrascht, wie umfassend das Urteil dann doch war. Also die hatten gar nicht damit gerechnet, dass es so umfassend, so klar für die Sterbehilfe ausfallen würde. Hat sie das selber überrascht, bevor der ganze Prozess losging? Das zeigt sich während der Beratung, inwieweit man eine Frage isoliert behandeln kann. Das ist sicherlich eine Entscheidung, in der wir gesehen haben, dass wir mehr entscheiden mussten und zu mehr Dingen Stellung nehmen mussten, als wir das ursprünglich vorhatten. Weil es eben so schwierig ist, musste man sehr viele Dinge parallel durchdenken. Also, ich mache mal ein Beispiel. Bitte. Wenn denn das Recht auf selbstbestimmtes Sterben Ausdruck der persönlichen Autonomie ist und der Gesetzgeber nicht die Gründe beurteilen darf, warum ich aus dem Leben gehe. Was bedeutet das eigentlich dann in der Konsequenz dafür, wenn jemand, der 35 ist, aus dem Leben scheiden möchte, der in der Regel aber jetzt gar nicht die Sterbehilfe in Anspruch nimmt, weil der sich vielleicht einfach von der Brücke schmeißt oder was anderes tut, wie es ja leider immer wieder passiert. Können wir eine Aussage zu der Autonomie von 85-jährigen todkranken Menschen machen, ohne den Fall des völlig gesunden 35-jährigen Mädchens auszublenden? Oder müssen wir nicht dieselbe Idee der Autonomie zugrunde legen, und hat das bestimmte Konsequenzen? Und so ist es, wenn man eben von dieser Autonomie ausgeht, dann kommt man zu der und sich in der Art und Weise das entwickelt, wie das hier in dem Fall gemacht worden ist, dann hat das zunächst einmal die Konsequenz, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch dem 19-jährigen jungen Mann zusteht, genauso wie der 92-jährigen schwer kranken Frau. Und die Gesellschaft würde intuitiv die beiden Fälle nicht gleich behandeln. Und würde sagen, das ist doch was Unterschiedliches. Der junge Mann hat da jetzt immer so Störungen und eine alte Frau und hat schon gelebt und so weiter und so fort. Also intuitiv beurteilen wir diese beiden Fälle unterschiedlich. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist die Grundlage, warum wir dann sagen, die dürfen das, die ist identisch. Und deshalb muss man beide Fälle im Blick haben. Und so kommt es, dass man eben, dass das Gericht hier nicht nur einen kleinen Ausschnitt der Problematik behandeln musste, sondern doch etwas mehr, als wir ursprünglich gedacht haben. Und das war nicht immer einfach. Das hat man auch in der mündlichen Verhandlung gesehen. Auch deshalb, weil dieses Thema für Mediziner eben nicht einfach ist. Mediziner wollen Menschen heilen. Dass sich ein Mediziner, für den ist das irgendwie eine Niederlage. Und deshalb hat die Ärzteschaft mit dieser Entscheidung auch sehr gerungen. Wichtig scheint mir noch zu sein, dass niemand verpflichtet werden kann, Suizidhilfe zu leisten. Also es ist ein freiwilliges Angebot, was gemacht wird. Aber keinem Arzt ist zumutbar, dass ihm das als Pflicht auferlegt wird. Insofern muss es auch immer jemand geben, der das tut. Sehr viele Männer und Frauen, die sich bei Sterbehilfevereinen melden, nutzen das Angebot letzten Endes gar nicht, sondern sterben auf natürliche Art und Weise. Es scheint schon Ruhe zu geben, einfach die Möglichkeit eines selbstbestimmten Auswegs zu haben.
Ein Aspekt, der mich sehr überrascht hatte, ist, dass Sterbehilfe ein massives Ungleichheitsproblem hat. Es sind beinahe nur Akademiker, die sich bei den Vereinen melden. Woran das liegt, ist nicht ganz klar. Vielleicht, weil die Informationen nicht öffentlich verfügbar sind, wie man sich das wünschen würde, und sehr viel eigene Recherche notwendig ist. Vielleicht auch, weil sehr viel Entscheidungsgewalt noch immer auf Seiten der Ärzte liegt. Teils müssen die selbst entscheiden, wer sterben darf und wer nicht. Doch es braucht diese Ärzte unbedingt, die sich dazu bereit erklären, Menschen zu helfen, die sterben wollen. Der Palliativmediziner Dr. Matthias Töns ist so ein Arzt. Ja, Palliativmedizin begleitet Menschen, die man nicht mehr heilen kann. Und das sind ja ganz oft Menschen am Lebensende, wo eben das Ziel der Behandlung die Lebensqualität ist und nicht mehr irgendwie den Tumor zu entfernen oder große heilende Operationen zu machen, sondern eben zu gucken, dass der Mensch noch eine gute Zeit hat. Ich weiß eben als Palliativmediziner auch, dass Menschen auch durchaus gruselige Situationen, gruselige Krankheitszustände durchaus noch akzeptabel finden. Ja? Querschnittslähmung. Auf einmal ist die Lebensqualität doch noch da und akzeptieren dieses, was wir als Gesunde nicht vorstellen können. Also rechtlich ist das ja so, wenn die Patientenverfügung konkret ist und auf die Situation zutrifft, dann ist man eigentlich gut geschützt. Es sei denn, man gerät eben an jemanden, der Recht und Gesetz nicht einhält. Davor ist ja kein Mensch geschützt. Also ich kenne natürlich zuhauf Fälle, wo sozusagen der Patientenwille mit Füßen getreten wird. Ich kenne aber natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das gut machen und wo das gut funktioniert. Also wichtig ist, dass man so eine Patientenverfügung hat. Wenn man die gar nicht hat, dann wird sehr oft eben das gemacht, was medizinisch möglich ist und ganz aus dem Auge verloren, was denn medizinisch sinnvoll ist für den Patienten. Und im Rahmen meiner Tätigkeit stoße ich natürlich immer wieder auf Patienten, die unglaublich viel auch sehr eingreifende und sehr belastende Medizin bekommen haben, bevor ich sie kennenlerne, also sprich Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Und wo man dann, wenn man die Patienten kennenlernt, sieht, dass das hatte doch schon seit Wochen, seit Monaten überhaupt keinen Zweck für den Patienten. Der hat davon null profitiert. Und Programm ist bei unseren Betreuungen wirklich ganz oft, dass Menschen mir sagen, hätten wir uns doch mal eher kennengelernt. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, dass Sterbehilfe auf der einen Seite und Kampf gegen Übertherapie, dass das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Also wenn man gegen Übertherapie ist, ist man schon lange nicht ein Arzt, der sagt, jetzt sollen die Patienten mal schnell sterben. Im Gegenteil, Übertherapie ist ja schadhaft für den Patienten. Das heißt, ganz oft verkürzt es sogar das Leben auch, ja. Sterbehilfe und Palliativmedizin beißt sich nicht so sehr, weil es einfach zu dem ganz normalen Job eines Palliativmediziners gehört, auch über Sterbehilfe mit den Patienten zu reden. Sterbehilfe umfasst ja auch das Phänomen sterben lassen oder wie man früher gesagt hat, passive Sterbehilfe, dass man also jemanden nicht künstlich ernährt, dass man jemanden praktisch nicht mehr antibiotisch behandelt. Das sind ja Maßnahmen der passiven Sterbehilfe. Das ist ja auch völlig unstrittig, dass man das darf und dass man das macht. Und das gehört natürlich auch zu meinem täglich Brot als Palliativmediziner, dass ich in desolaten Situationen, wenn jemand am Lebensende ist, gemeinsam mit dem Patienten und der Familie entscheide, dass man eben diesen Therapieversuch dann nicht mehr unternimmt, um das Leben zu verlängern, weil einfach die Lebensqualität so brach liegt. Auf der einen Seite läuft schon relativ viel Suizidbeihilfe in Deutschland, sag ich mal, unterm Radar. Ohne Polizei, ohne Aufsehen. Ich finde das nicht gut natürlich, weil ich glaube, dass es natürlich nach wie vor auch den Lebensschutz braucht. Ja? Und ich würde mir natürlich lieber ein offenes Verfahren mit Kontrolle wünschen und auch, dass das Verfahren in ärztlicher Hand ist, als dass eben, sag ich mal, wie es im Moment ist, dass Lehrer oder andere Nicht-Medizinberufe durchs Land reisen und verschiedene Cocktails Menschen empfehlen, das vielleicht noch im besten Falle anmixen und dann soll der Patient das selber trinken und dann haut die ab, rufen so einen Notdienst und sagen so, dass er einfach an seiner natürlichen Krankheit gestorben ist. Und dafür werden dann 3.000 bis 9.000 Euro aufgerufen. Das schaudert mir ein bisschen, ja, weil da einfach null Kontrolle ist und weil da vielleicht auch hier und da das viele Geld eine Rolle spielt, dass man da hilft. Ne? Warte mal. Das ist mir völlig neu. Das heißt, die aktuelle Situation ist, dass es Menschen gibt in Deutschland, die nicht notwendigerweise Mediziner, Medizinerinnen sind, die bis zu 9.000 Euro für einen Menschen nehmen, um denen einen selbstgebrauten Cocktail zu geben, mit dem die dann sterben können.
Genau, genau. Das ist, glaube ich, im Moment die Hauptform der Suizidhilfe in Deutschland. Und ich sag mal so, ist doch klar, wenn die Angehörigen, sag ich mal, den Giftbecher wegräumen, ja, und dann liegt da ein Arztbrief, wo eben 3-4 schlimme Krankheiten draufstehen, da wird natürlich dann der Notdienstarzt oder wie auch immer nichts Schlimmes finden und damit ist die Sache vom Tisch, ne? Also es muss sich, glaube ich, auch mal was tun, dass sich mehr Ärzte wie ich outen, dass das eben nichts Unärztliches ist. Aber es ist nach wie vor leider immer noch so ein bisschen mutig, sich da öffentlich zu bekennen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, und das taucht ja auch immer wieder auf in dieser Diskussion, ist dieses autonome Menschenbild. Ich habe ein gesellschaftliches Bild von Autonomie, aber jetzt im Sinne des Verfassungsgerichts, was ist dieses autonome Menschenbild? Wir stellen uns den Menschen als ein selbstbestimmtes Wesen dar, das intellektuell in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen, im Hinblick auf die persönliche Freiheit. Und wir unterstellen das in gewisser Weise sogar, ist vielleicht eine Fiktion, weil natürlich niemand immer vollständig aufgeklärt ist und alles weiß und insofern autonom allwissend entscheiden kann. Aber in einem freiheitlich-demokratischen Staat ist diese Unterstellung zentral. Wir nehmen uns alle als Gleiche und Freie wahr, die in der Lage sind, selbst über ihr Leben zu entscheiden. Wir sind ja von unserer Bildung, von unseren auch intellektuellen Fähigkeiten ganz unterschiedlich. Aber das Freiheitsversprechen des modernen Staates ist, dass wir im Grundsatz eben frei und gleich sind. Und das ist, finde ich, das Schöne und Überwältigende an diesem Versprechen, dass wir eben nicht differenzieren, dass es nicht die einen und die anderen gibt, wir und die, sondern es gibt nur uns und es gibt mich. Und das ist diese Idee der Autonomie, die dahinter steht. Und die zu schützen und möglichst weit zur Entfaltung zu bringen, ohne aber dann Gemeinwohlverlust in Kauf zu nehmen und vor allen Dingen die zu schützen, die eben zum Beispiel aufgrund einer Krankheit, etwa einer Depression, nicht in der Lage sind, eine autonome Entscheidung zu treffen, offensichtlich nicht in der Lage sind. Das ist, wenn man so will, die Aufgabe, vor der wir standen und auch die Aufgabe, vor der jetzt der Gesetzgeber steht. Sich überlegen, inwiefern kann man durch Beratungskonzepte, durch Untersuchungen gewährleisten, dass diejenigen, die aus dem Leben scheiden wollen, das auch tatsächlich autonom wollen. Und das ist nicht einfach. Auch da werden Fehler gemacht werden. Aber man kann schon, sagen wir mal, die groben Fälle, die kann man jedenfalls, kriegt man in den Griff. Und dann bleiben Fälle, die sind schwierig. Und mit denen müssen wir, wie in vielen anderen Bereichen in unserem Leben, eben zurecht. Aber das bedeutet auch, dadurch, dass wir diese Freiheit und Autonomie einräumen, erlauben wir Menschen, wir geben Menschen die Freiheit, Fehler zu machen. Und das ist Teil dieser Freiheit. Wir geben ihm sogar die Freiheit, endgültige Fehler zu machen. Denn die Entscheidung über das eigene Leben ist eben eine endgültige Entscheidung. Aber auch das ist eben Teil der Freiheit. Wie in vielen anderen Situationen ja auch, wir existenzielle Entscheidungen treffen. Wir überlegen uns, welchen Beruf wir einschlagen wollen. Wir überlegen uns, mit welchem Partner wir zusammen sein sollen. Wir überlegen uns, ob und wie viele Kinder wir in die Welt setzen, für die wir verantwortlich sind. Also unser Leben ist gekennzeichnet voller existenzieller Entscheidungen und das muten wir dem Einzelnen zu. Und wir muten ihm sogar zu, dass er entscheiden muss, ob er weiterleben möchte. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die schwer krank sind und sterben möchten. Bei beinahe allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatte das nie etwas Deprimierendes. Manchmal geht es ihnen darum, die Selbstbestimmung zu behalten. Selbst in der Hand zu haben, wie das eigene Ende sein wird. Es scheint,
als würden sie in einem brennenden Wolkenkratzer stehen und daran denken, sich aus dem Fenster zu stürzen, um den Flammen zu entkommen. Die Höhenangst und die Panik, in den Tod zu fallen, ist dieselbe wie bei allen anderen auch. Aber wenn die Flammen nah genug sind, die Haut erst warm und dann heiß wird, wenn der Rauch die Lunge von innen gart, dann wird das Fallen zum etwas weniger Erschreckenden von zwei Schrecken. Sie möchten nicht sterben, sie wollen den Flammen entkommen. Mein Name ist Matthias Thiden, ich bin 53 Jahre alt, würde dieses Jahr eigentlich im Mai 54 Jahre alt, aber dazu wird es nicht kommen, da ich morgen dank der Unterstützung und Begleitung von Dr. Jones im Prinzip mein Leben beenden werde, vorzeitig. Grund dafür ist, dass ich habe einen nicht operabel, nicht heilbaren Pankreastumor. Der wurde letztes Jahr im März bei mir diagnostiziert. Leider zu spät, das heißt nicht operierbar. Es sind halt zu viele Venen und Aorten mit eingeschlossen. Das heißt, kann man nicht rausschneiden oder müsste Zufall ersetzen. Das geht heutzutage noch nicht. Die Standardbehandlungen, Chemo, sowas, habe ich versucht, aber dann irgendwann mal abgebrochen. Und erstens hat nichts gebracht. Zweitens waren es wirklich übelste Nebenwirkungen. Die wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Ich war ein aktiver Mensch, ich habe viel gemacht, habe viel unternommen, habe mein Leben aktiv gestaltet und genauso, wie ich mein Leben gestaltet habe, möchte ich auch mit meinem Tod umgehen. Also ich möchte nicht so weit warten, bis der Krebs mich aufgefressen hat, und das tut er. Mit Beginn meiner Erkrankung, auch kurz vorher, als die Beschwerden losgingen, konnte ich nicht mehr viel machen. Das heißt, da war ich ja dann relativ eingeschnitten in meinem Alltag, da ging nicht mehr viel. Also alles, was ich erlebt habe, habe ich zum Glück vorher alles gemacht. Aber was sich aber wirklich jetzt das letzte Jahr wirklich plötzlich gezeigt hat, Freunde und Familie sind das A und O im Leben. Kann man durch nichts zu bezahlen, ist durch nichts zu ersetzen. Wenn ich mitkriege, wie viele Leute uns unterstützt haben, das ist Wahnsinn. Das hätte ich jetzt vorher gar nicht so für möglich gehalten. Also ich weiß, dass ich viele gute Freunde habe und dass ich eine tolle Familie habe. Aber was die wert sind, das kann ich jetzt nach diesem Jahr erst einschätzen. Das Einzige, was ich mir vielleicht im Nachhinein vorwerfen könnte, dass ich zu viel gearbeitet habe. Aber das kann man sich immer vorwerfen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gutes Geld verdient. Das heißt also Arbeitszeit tauschen gegen Freizeit. Maybe. Das könnte man vielleicht anders machen, optimieren. Aber es hat auch so gepasst, muss man sagen. Man muss halt nur machen. Man darf nicht träge sein, nicht einschlafen. Eigentlich fängt man dann an zu leben, sobald es geht. Also nicht auf ihren Stichtag warten oder sagen, ich warte auf die Rente und dann lege ich richtig los. Dann kann es zu spät sein. Erstmal muss man da hinkommen. Viel weniger im Kopf machen. Einfach machen. Was für Schmerzen hast du gerade? Also was für einen Zustand lässt du zurück? Schmerzen? Ziemlich üble Rückenschmerzen und Schmerzen im Bauchbereich. Wie fühlt sich das an? Scheiße. Schmerzen, wird immer gefragt, wir sind ja auf einer Skala von 0 bis 10. Also bei 7 bis 8 liege ich teilweise schon. Nicht immer zum Glück, sonst würde ich rammlosig werden. Auf jeden Fall sind die Schmerzen teilweise so stark, dass ich nicht mehr richtig denken kann, was ich furchtbar finde. Das heißt ja immer, kein Mensch muss Schmerzen erleiden. Aber haha, dem ist eigentlich so, haben wir gelernt. Ganz ohne Schmerzen geht es dann irgendwie doch nicht. Es gibt Phasen, da ist man relativ schmerzfrei, nie schmerzlos, aber es gibt auch Phasen, da hat man schon richtig ordentlich Pine. Und um die bin ich froh, wenn ich los bin. Da wird man so hilflos, so abhängig. Und das Schlimmste ist gerade, also für mich, ich bin ein Kopfmensch, ich habe mehr viel im Kopf gearbeitet und gemacht, getan. Sie merken teilweise, auch während der Chemo war es ganz extrem, wenn der Kopf nicht mehr funktioniert. Das ist ein furchtbares Gefühl. Und da möchte ich nicht hinkommen. Und um das halt abzukürzen und zu sagen, nee, bis hier geht's, das ist noch eine Lebensqualität, mit der ich mich einigermaßen wohlfühlen kann, auseinandersetzen kann, dann mache ich das. Aber alles andere, weiter geht's, das bin ich nicht mehr. Und mir ist an dieser Stelle wichtiger zu sagen, ich habe mein Leben gelebt und mir ist egal, ob ich jetzt aufgrund irgendwelcher Maßnahmen vielleicht ein Viertel älter werde, vielleicht auch ein halbes Jahr älter werde, aber dann am Ende ein Siechtum dabei rauskommt. Das will ich nicht. Da haben wir es halt letztes Jahr halt kundig gemacht. Es gibt ja zum Glück inzwischen diese Möglichkeit des assistierten Suizids.
Was halt schade ist, es gibt halt noch keine Rechtsprechung dafür. Also jeder muss sich ja im Augenblick ein bisschen selbst durchwursteln. Ich bin darauf aufmerksam geworden, über das ganze Thema, ja, im Fernsehen was gesehen, dass es halt heutzutage geht. Dann haben wir uns ja angefangen, hier oben bei uns in der Ecke umzuhören. Mit meiner Palliativärztin gesprochen, aber die fand das nicht gut. Die konnte das mit ihren ethischen Werten nicht vereinbaren. Und noch ein paar andere Blabla-Themen. Ja, bis wir dann auf Dr. Töns gestoßen sind, zum Glück. Den Mut, den ich brauchte, war zu erkennen, nach meiner Diagnose, nach einer versuchten Behandlung, was halt alles nicht geht, zu sagen, pass auf, das ist es jetzt. Also da musste ich für mich akzeptieren, mein Leben, wie es mal war, wird nie mehr wiederkommen. Außer ein Wunder. Aber die passieren nicht so oft. Deswegen dann angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Was halt sehr viel Kraft gekostet hat, wo es halt leider keine Unterstützung gibt in Deutschland, die einem bei diesem Thema helfen. Man muss sich wirklich alles selber erarbeiten. Das ist halt sehr anstrengend. Da braucht man Unterstützung bei. Ich weiß nicht, ob man es alleine hinbekommt. Also alleine als Einzelperson. Oder ob dann Freunde, Frau, Bekannte einen da unterstützen können und es dadurch leichter fällt. Seitdem das jetzt klar ist für mich eigentlich, dass diese Möglichkeit da ist, diesen Weg des assistierten Freitods zu gehen, das ist ein gutes Gefühl. Und seitdem ich jetzt eigentlich weiß, dass morgen das, ich sag mal, das Finale ist, das ist für mich eigentlich eine Erleichterung. Und ich habe da auch keine Angst vor. Ich kann sagen, ich hatte ein gutes Leben. Es war jetzt zwar relativ kurz, hätte länger sein können, ja, hätte aber. Aber in der Zeit, die ich hatte, haben wir schon sehr viel unternommen, erlebt. Und da ist es eigentlich, hört sich komisch an, aber morgens ein Tag, auf den ich mich freue. Und für mich ist es ein Finale. Für mich, ich weiß, jetzt ist Schluss mit Schmerzen, mit Quälen, mit Unwohlsein, sich alles, was damit zukommt, mit zu der Krankheit Krebs dazugehört. Ich werde irgendwann zu Staub und dann bin ich Staub. Dr. Töns, der kommt dann früh Nachmittag, dann kommt meine Familie vorbei und dann, ja, werden wir recht den Übergang. Dann gehen den Weg halt von dem ins Tod. Ja. Was dann halt sehr schnell geht, halt über Narkosemittel. Ne? Zum Glück. Ja, ich bin schon ruhiger geworden. Also für mich ist es, ich habe es geschafft. Es geht ja nicht nur um mein Leiden. Man kriegt ja mit herum, wie einem das ganze Umfeld, das heißt meine Frau, meine Familie, aber auch die Freunde, wie die leiden. Wie das Lachen aus den Gesichtern verschwindet, alles. Und ich kann ja sagen, für mich ist es morgen vorbei. Das heißt, einmal diesen Katheter aufdrehen, aber dann ist auf Feierabend, Schluss, dann habe ich Ruhe, dann habe ich Frieden, habe ich keine Schmerzen mehr. Dann kommt natürlich der nächste Schritt für meine Familie, für meine Frau. Die müssen einmal durch ein Tal durch, aber auch denke, wenn man durch dieses Tal dann durch ist, dann kann es eigentlich nur noch bergauf gehen und dann kann man das Ganze verarbeiten. Kann man irgendwann auch so eine gewisse Distanz dazu finden. Das heißt nicht, dass ich jemanden vergessen soll, auf keinen Fall. In Erinnerung bleibt man immer. Bloß, ich habe halt dann die Möglichkeit, mich auch mal wieder anderen Dingen zu widmen. Und im Augenblick dreht sich seit einem Jahr unser ganzes Leben hier nur um Krankheit, um Tod, um Elend, um Leid. Und das ist vorbei morgen. Morgen fängt ein neuer Abschnitt an für alle. Matthias, ich bin auf der Suche nach Antworten, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, niemand konnte mir das so klar formulieren wie jemand, der in der Situation steht. Und dafür kann ich mich nicht genug bedanken. Ja, gerne. Ich habe mir vorgenommen, ich meine, das ist eine Tradition meiner Mutter, aber ich zünde dir morgen eine Kerze an. Ja, super. Viertel nach drei. Viertel nach drei, so sei es. Ich drück dir die Daumen, dass du Erfolg hast. Dankeschön. Alles ja. Liebe und an deine Familie alles Gute. Danke. Ja, Herr Schreiber. Erstmal, die Begleitung war total friedlich und das hat wirklich, wie das halt sein kann, aber so gut hat es aber sehr, sehr gut geklappt. Und zwar mit Eltern und Schwester und Schwager und Ehefrau im Arm, sehr berührend, auch für mich. Und in der nächsten Folge von Die Suche nach dem guten Tod. Und am Abend bin ich jeden Tag gekommen und habe irgendwann mal gesagt, wenn du gehen willst, dann geh doch.
Wenn du nicht mehr willst, dann geh doch. Und dann hat er mir die Hand gehalten und ist nicht gegangen. Ich habe ihm mal gesagt, wenn du einmal in die Hose machst, das war's. Ich kann das nicht. Und dann ist es passiert. Und ich habe gesehen, es geht. Oder der Mensch ist ja ist nicht starr, es ist alles fließend. Aber Sexualität ist wirklich für mich momentan absolut ausgeschlossen. Er macht mich einfach auch nicht an. Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One Pot Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei One Pot Wonder ist Mingo Faas. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna-Beke Gretemeyer.